Hallo und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, ist das erste Video seit meiner kleinen Auszeit, die gar nicht so lange war, wenn ich gerade drüber nachdenke, aber doch lang genug für mich. Ja, auf jeden Fall kleines Update. Ich weiß jetzt, was mit mir los war. Also jetzt habe ich das Rätselslösung dann doch noch auf dem Tisch serviert bekommen. Ja, und dann, davon kann ich euch jetzt ein bisschen erzählen. Also es war wie folgt. Ich habe dann an dem Abend, nachdem ich das Video aufgenommen habe, habe ich meiner Mutter erstmal meine ganzen Geldmittel in die Hand gedrückt, weil, wie gesagt, habe ich ja gesagt, ich hatte keine Kontrolle und die habe ich auch noch immer nicht so ganz zurückbekommen. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich Mama mein Geld gegeben habe und dass wir dann gesagt haben, ich versuche mal ein bisschen runterzufahren und überhaupt und sowieso, weil war halt doch schon ganz schön, das letzte Jahr war heavy für mich. Wirklich hardcore, ja. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir dann uns darauf geeinigt haben, dass ich jetzt erstmal gucke, was passiert. Und dann am nächsten Tag direkt war ich sowas von heiser, also, aber es war nicht irgendwie dass ich irgendwie viel geredet hätte oder irgendwie sowas, sondern ich bin einfach total heiser geworden, was bei mir auch schon so ein bisschen so ein kleines Anzeichen von einem Overload war. Also das hatte ich auch schon mal, als ich einen Overload hatte. Und es ging dann so eine Woche und dann nach einer Woche bin ich morgens einfach aufgestanden. Ich hatte am Abend davor fiese Kopfschmerzen, also wirklich richtig fiese Kopfschmerzen und dann konnte ich einfach nicht mehr reden. Dann war es das. Und dann war meine Stimme weg und alles, aber meine Motorik war witzigerweise noch da. Also das war dann wirklich, ist auch sehr ungewöhnlich für mich, so als Overload. Ja, und dann habe ich 1,5 Wochen fast nicht reden können und ja. Und nach den 1,5 Wochen sind wir jetzt in Woche 2 nach dem nicht reden können und ich bin unfassbar schusselig. Also wirklich, ich bin gerade im Schusseligkeitsmodus hoch 10. Also ich schlage mich gerade, also Beispiel, heute habe ich mit meinem Papa gesprochen am Telefon und bin ein paar Schritte gelaufen und habe mir so jenseits den Zehen an einem Minitischchen angehauen und das tat saumäßig weh, um dann, als ich also weitergeredet habe, nochmal mich umzudrehen, um am selben Tisch, selber Zeh, selbes Ding, kein Meter Bewegung, mich nochmal anzuhauen. Oder vor ein paar Tagen, ich stehe im Bad, will mir meine Hose anziehen und datsch volle Kanne mit dem Knie gegen das Waschbecken. Oh, das hat echt weh getan. Autsch. Ja, aber das ist nicht alles. Ich bin auch gerade irgendwie, ich neige auch gerade zu ganz komischen, ich habe Wundverläufen. Also hier hat mich irgendein Viech gestochen und jetzt ohne Witz, ich weiß nicht, was da los war, aber das hat sich innerhalb von Stunden, war das so ein Klumpen an meinem Arm, also wirklich, ja doch schon, doch so ein Ding hier. Wartet, ja, so, und das war komplett rot und dick und überhaupt. Und dann war es dann auch nur so, dass da in der Mitte diese zwei Huppel, die waren dann so ganz, die sind auch so ein bisschen vorgestochen. Und in der Mitte davon war so ein ganz gelber Punkt, also so ganz gelb, das sah wirklich wie so Mais auswascht. Und da hat meine Mutter da dran rumgekratzt und dann ist es dann auch so aufgeplatzt und dann hat auch gejuckt wie Sau, das sage ich euch. Dann haben wir da 3 Tage dran rumdoktern müssen, weil es war wirklich sehr fragwürdig. Aber ich habe auch so, ja, ich habe auch hier am Zeh. Ich habe mir den Zehennagel geschnitten, habe mich verschnitten und dann irgendwie hat sich das irgendwie entzündet. Ich hatte wochenlang, ich habe jetzt wirklich tagelang da rumgedoktort, bis da noch ein kleines Stück Zehennagel rausgekommen ist, weil es hat wehgetan wie Hölle. Und seitdem versuche ich jetzt, da hat sich nämlich ein bisschen Haut abgeplatzt und die versuch ich wieder zu kriegen. Aber irgendwie will die gerade nicht wieder zurück. Ja. Also ich glaube, mein Körper ist auf minimal runtergefahren. Und ich habe dann auch so an anderen Dingen gemerkt, ich konnte zwar kochen, ich konnte nicht reden, aber ich konnte kochen, aber zum Beispiel sowas wie meine Kisten tragen ging gar nicht. Ja, und war für mich irgendwie auch mal was ganz Neues und eine ganz andere Art von Overload, weil wenn man irgendwie so die Motorik hat oder als ich die gehabt habe, habe ich mich dann doch auch zum Teil, glaube ich, ein bisschen übernommen, weil ich gedacht habe, geht ja und ja.
Naja, auf jeden Fall, ich bin jetzt schon mal auf dem Aufwärtstrend. Meine Reflexe kommen langsam zurück. Yay! Und ich habe auch schon, ich arbeite auch schon seit Tagen an einem Projekt. Und ja, gut, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen kann, so auf die Schnelle. Ja, gut, ich denke, das reicht. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.treatmeoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.